Ja, liebe Wanderinnen und Wanderer, liebe Wild Herb Community, ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Sonnenpark Rust am Neusiedlersee. Wir sind eine psychosoziale Reha-Einrichtung mit 100 Betten. Bei uns können Patientinnen und Patienten 6 Wochen Zeit verbringen, haben 20 Therapiestunden pro Woche und können ihre Schwierigkeiten hoffentlich zumindest, wenn sie von uns weggehen, etwas besser lösen. Letztlich geht es, wie auch immer, darum, in Bewegung zu kommen. Das kann manchmal passieren innerhalb der Psychotherapie, dass etwas wieder in Bewegung kommt. Das kann aber auch durch die körperliche Bewegung an sich sein. Und deswegen legen wir einen hohen Wert darauf, die Patienten zu motivieren, auch in der Früh sich schon zu bewegen. Und das ist natürlich, wenn man depressiv ist, besonders schwierig. Und da braucht man oft noch eine hohe Außenmotivation, aber das machen wir gern. Und es gibt kaum jemanden, außer mal schwer depressiv, der, wenn er einen längeren Spaziergang macht, sich nachher genauso fühlt wie vorher. Man fühlt sich praktisch immer besser. Die Burnout-Debatte, die jetzt durch die Medien geistert, hat einen sehr positiven Nebeneffekt, nämlich dass Menschen, die seelische Schwierigkeiten haben, sozusagen normalisiert werden. Es ist nicht mehr sehr peinlich, eine Schwierigkeit zu haben, man kann in Behandlung kommen. Mittlerweile sagen Patienten fast selbstbewusst, ich habe einen Burnout oder ich komme mit etwas nicht zurecht. Das hat man vor wenigen Jahren noch versteckt. Niemand hat gesagt, ich bin depressiv. Ja? Aber ich habe einen Burnout, fällt einem leicht zu sagen, und damit kann man auch in Behandlung kommen. Und da hat sich wirklich viel getan, worüber ich sehr froh bin. Burnout ist derzeit in aller Munde, ist letztlich eine Situation, wo man nicht mehr kann, wo man erschöpft ist, wo man sich über viele Monate und oft Jahre zu viel aufgehalst hat oder einem zu viel aufgehalst wurde. Das heißt, man hat 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet, und was natürlich zu kurz kommt, ist das Privatleben und damit oft verbunden die körperliche Bewegung. Und so ist es prinzipiell, nicht nur auf der Bewegungsebene, es ist prinzipiell notwendig, dass wir uns immer wieder fragen, tue ich genug für mich oder tue ich nur ausschließlich was für andere? Und das für sich tun inkludiert Bewegung. Ich habe dafür Jahre gebraucht, das Bewegen wirklich so in meinen Alltag zu integrieren, dass es mir auch Spaß macht. Aber wenn ich zum Beispiel im Februar laufen gehe, ist es auch in erster Linie eine Überwindung. Macht mir keine Freude, wenn es draußen noch dunkel ist und es hat draußen 5 Grad Celsius laufen zu gehen. Also ich verstehe alle, denen das schwerfällt. Liebe Wanderinnen, liebe Wanderer, ich wünsche Ihnen eine wunderschöne nächste Etappe nach Wien. Sie wissen, Wien, die grünste Stadt Europas wahrscheinlich, mit einer der höchsten Lebensqualitäten der Welt. Das heißt, auch in Wien kann man sich herzhaft bewegen. In Wien kann man wunderbare Spaziergänge unternehmen, die Stadt kennenlernen. Also ich wünsche Ihnen unglaublich viel Vergnügen.